Die näher gerückte Einigung beim Euro-Krisengipfel versetzt die Anleger am Donnerstagnachmittag regelrecht in Kauflaune. Der DAX hat einen äußerst spannenden Handelstag hinter sich, hat eine richtige Berg- und Talfahrt erlebt, waren zunächst leicht freundlich in den Handelstag gestartet, haben dann innerhalb weniger Minuten rund 100 Punkte verloren, als man sich wieder große Sorgen machte, welche Ergebnisse es wohl beim Gipfeltreffen am Nachmittag gibt. Man machte sich Sorgen, inwieweit es überhaupt eine Einigung gibt, denn die Meinungen, die gingen doch sehr weit auseinander. Aber spätestens, als dann die ersten Neuigkeiten über die Ticker der Nachrichtenagenturen liefen, da kamen die Anleger wieder zurück an den Markt. Der DAX am Nachmittag sogar über der Marke von 7.300 Punkten, ein Plus von 1,4%. Und auch der Dow Jones Index zeigt sich wirklich freundlich, hier ein Aufschlag von 1,2%. Ja, und es gab Neuigkeiten insofern, dass der Entwurf an den Märkten teilweise vorgelegt wurde, also der Entwurf des Komitees, der unter anderem vorsieht, dass die Laufzeit griechischer Kredite verlängert wird. Die sogenannten EFSF-Kredite sollen von 7,5 auf 15 Jahre verlängert werden, der Zinssatz bei 3,5%. Und ansonsten geht es auch um die Beteiligung der privaten Investoren. Und hier gibt es bislang noch drei Optionen. Und es ist fraglich, inwieweit alle drei Optionen oder auch nur eine Option nachher tatsächlich genutzt wird. Es geht um den Rückkauf von Anleihen, die Laufzeitverlängerung sowie einen Anleihentausch. Also bislang sind das alles noch Entwürfe. Aber allein die Hoffnung auf eine Einigung, die kommt an den Finanzmärkten gut an. Ja, und der Euro, der ist sogar knapp unter der Marke von 1,44 zu sehen. Also das kommt hier äußerst gut an am Markt, dass man sich nun offensichtlich relativ einig ist. Obgleich, wie gesagt, das alles nur Entwürfe sind, entschieden ist bislang noch relativ wenig. Ja, die großen Gewinner am heutigen Handelstag sind die Finanzwerte, allen voran die Aktien der Commerzbank und der Deutschen Bank. Die Commerzbank über 5% im Plus, die Aktie der Deutschen Bank auch mit einem Aufschlag von über 2%. Hier ist also gute Stimmung zu sehen, obgleich natürlich auch die Banken anscheinend daran beteiligt werden, aber die Stimmung dennoch ausgesprochen gut, außer man blickt auf die Aktie von Volkswagen. Hier sehen wir einen Abschlag von 3,5% auf 145,15 €. Das waren die schwachen Zahlen von Scania, die veröffentlicht wurden und die dafür sorgen, dass die ansonsten so verwöhnten Aktien von Daimler, BMW und VW am heutigen Handelstag mal ein rotes Vorzeichen tragen.